hier ist Ronja und wir haben in Isis Folge Hallo! Das Geheimlabor gefunden. Wo ist es okay, denn? Beziehungsweise wir haben es. Du bist so ein Trottel. Wir haben es nicht unbedingt gefunden, es wurde uns gezeigt. Und zwar ist das hier ganz verrückt. Hier quasi geht es die Erde runter. Und wollen wir reingehen? Ah, du bist das ist von der Erde. Guck dich mal an. Warte. Ich bin ein Kopf in der Erde. Ich wurde eingepflanzt. Ich warte, bis ich wachse und groß werde. Ich warte vergeblich. Ich will auch wachsen. Okay. Platz? Gehen wir rein. Wir beide wachsen? Gehen wir rein. Ach, lass mich mal noch ein bisschen Platz hier. Danke. Ich hab noch Platz. Man sieht nur meine Ohren, wenn ich rausgucke. Man sieht deine Öhrchen. Oh nein. Okay, dann würde ich sagen, ab ins Geheimversteck, oder? Okay. Okay. Los. Oh, komme ich da nicht? Okay. Da ist der Assistent. So, angekommen. Das hier ist unsere kleine Organisation. Okay. Klein sieht es aber nicht aus. Guck mal, die haben sogar eine Überwachungskamera und alles. Wir wollen den Entführer schnappen, der hier die ganzen Tiere kidnappt. Und wir hoffen auf eure Hilfe. Wir helfen? Wir helfen jetzt? Ich meine, wir helfen schon eine Weile eigentlich undercover. Aber klar. Wir haben auch viel Mist gemacht. Psst. Eure Aufgabe wird sein, jeden Tag eine andere Person zu beschatten und zu schauen, ob sie sich auffällig verhält. Okay, ich glaube, das kriegen wir hin. Aber im Beschatten sind wir nicht sehr gut. Ja. Das nächste Mal überlässt du mir das. Was soll das denn heißen? Dann können wir entscheiden, wen wir uns näher anschauen und wer unschuldig ist. Das klingt tatsächlich organisiert und schlau. Im Gegensatz zu dem, was wir bisher gemacht haben, wo wir einfach gesagt haben, ich denke, der Bürgermeister war's. Ja, der war's auch, glaube ich. Ich weiß es nicht. Guckt euch ruhig um, die anderen Mitglieder sind auch alle hier. Okay. Wo sollen wir denn... Guck mal, hier ist so ein Türschloss, da kommen wir doch gar nicht durch. Macht er uns auf? Machen Sie uns das Türschloss auf? Ich zeige euch jetzt erstmal euer Zimmer. Ihr habt kein Problem damit, euch das zu teilen, oder? Doch. Also, haben wir da eine Wahl oder... Entschuldigung. Oh, guck mal, wie groß das hier ist. Okay, hä, voll cool, wie so ein Delikt. Warte mal. Guck mal, da hinten sitzt Peppa. Peppa? Was macht die denn hier? Warte, sollen wir jetzt erstmal... Unter Ruh. Kommst du mit? Ja, ich bin da, ich bin da. Okay. Hier geht's lang, scheinbar. Ja. So. Das ist unser Zimmer? Das ist unser Hier ist ein Zimmer? Schöner Flur. Es ist ja in Ordnung. Okay. Hey, das geht voll. Das ist voll okay. Schickes Bild. Sollst du das sein? Ist das unser Zimmer jetzt? Warte, oh, er geht. Ja, okay, er sagt ja. Dann schauen wir uns erstmal um, oder? Dann, warte. Ich will das gute Bett. Mein Bett. Nein, mein Bett. Nein, darauf schlafe ich nicht. Du bist wie diese Möwe bei Findet Nemo, die den Fische. Ich weiß nicht, ob du das geguckt hast, aber... Vielleicht. Okay. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Oh, hier ist Olivia. Olivia? Hi, was? Ah, hier seid ihr. Herzlich willkommen in der Organisation. Du gehörst auch dazu? Hi. Hä, krass, alles klar. Guck mal, die sind ja fast alle organisiert. Danke. Gut. Was macht ihr hier eigentlich? Als allererstes kriegt ihr eure Ausrüstung. Okay. Hier. Unsere Ausrüstung? Wegen Ausrüstung. Krass. Was kriegen wir denn? Heimagenten-Ausrüstung, denke ich mal. Nein, das ist ja cool. Das ist die gleiche Rüstung, die im Keller bei der Dings war. Stimmt, diese Geheimrüstung. Diese Ermittlungsrüstung. Stimmt. Cool. Okay. Ja, nice. Kriegen wir noch mehr. Oh, Äpfel. Okay, und? Was ist das? Lol. Erste-Hilfe-Kit, irgendeine Zange. Okay. Boah, krass, ich habe ein Radar. Betäubungsspritze, du hast ein Radar? Ja. Krass, hast du noch irgendwas? Ja, ich kann dir das mal geben hier. Okay, was ist das andere? Wir sind schon eine Weile dran, hier den Übeltäter in der Stadt zu suchen. Okay. Wir auch. Also, verstehe ich gut. Das ist, ganz eine miese Sache. Ehrlich gesagt hatten wir sogar euch erst im Verdacht. Wir? Warum denn wir? So. Wir sind richtig unschuldig. Wir sind harmlos. Wir sind auch gerade erst gekommen. Naja, ihr seid einfach so aufgetaucht. Keiner kennt euch. Es hat zeitlich gut gepasst. Okay. Aber dann habt ihr euch so für mich eingesetzt. Oh, guck mal, der Doktor. Ach was. Entschuldigung, ich wollte nicht lauschen. Ach, alles. Der ist auch Teil von der Organisation? Das ist ja verrückt. Ja, absolut. Hier alles. Wie groß ist das denn? Ja, ich bin auch Mitglied hier, zusammen mit Olivia, dem Assistenten, Peppa und Haru. Okay, oh warte, wir kriegen noch einen Schlüssel. Und wer leitet das Ganze? Keine Ahnung. Hm. Das hat er jetzt ja, nicht... krass. Krass. Aber wir sind ausgerüstet. Was sollen wir denn jetzt machen? Wo kriegen wir unsere Aufgabe her? Das wüsste ich auch gern. Wollen wir mal oben mit den anderen beiden reden? Ach stimmt, das können wir machen. Okay, bis dann. Tschüss, bis dann. Ja, krass. Krass. Wirklich. Guck mal, wie weit das hier hinten reingeht. Was ist denn hier noch alles? Hier sind noch Klos. Das ist die Männertoilette, da will ich jetzt nicht unbedingt rein. Frauenklo. Oh, guck mal, hier ist ein Spiegel. Oh, ich sehe schick aus mit der Ausrüstung. Richtiger Ja, stimmt. Agent.
Irgendwie sehen wir uns voll ähnlich, weil man jetzt nicht mehr unterscheiden kann, was wir für Öhrchen haben. Das sind wir einfach nur, ich habe die gelbe Nase und du die andere, aber ansonsten ist da nicht so viel. Das ist wahr. Unterscheidung. Okay, dann lass uns mal hochgehen. Was ist hier? Was ist das? Ah! Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Was ist das? Das ist der Doktor, das ist sein Zimmer. Oh, okay. Oh nein, ich habe einfach reingeguckt. Unangenehm. Oh, oh, da kommt er. Entschuldigung, ich habe mich im Zimmer geirrt. Wir sind ganz woanders, ja? Wo war denn unser Zimmer, gut gerettet. Unser Zimmer war das erste hier rechts. Das hier. Und ja. Welches Bett? Wer kriegt jetzt welches Bett? Das müssen wir noch klären, oder? Ich krieg das gute Bett. Nein. Doch. Dann lass doch auslosen oder so. Lass einen Wettkampf machen. Ja, weil du weißt, dass du verlierst bei Steinpapierschere. Das ist aber mal eine freche Lüge. Das verlierst du. Nein. Nein. Ja, dann lass uns das machen. Na, okay, dann lass uns was anderes machen. Ah, sag ich doch. Okay, Okay, warte, was schlägst du vor? Wie wär's? Wir gehen zu Olivia, wir geben ihr den Schlüssel, den wir hier gekriegt haben, zu der Basis. Okay. Wir sagen ihr, sie soll den verstecken. Wir nutzen unser Detektivspürnäschen und wer den zuerst findet, kriegt das gute Bett. Okay, bin okay, dabei. Dann klopfen wir mal. Olivia! Oh, die ist da. Hallo, kannst du uns helfen? Hey, was gibt's? Findet ihr was nicht? Doch, wir finden uns gut zurecht. Wir wissen, von wem welches Zimmer ist mittlerweile. Alles gut. Wir wollten einen kleinen Wettkampf machen, um zu gucken, wer von uns hier der bessere Ermittler ist. Kannst du für uns... Was denn? Achso, der Fernseher. Ein Wettbewerb. Alles klar, was soll ich machen? Kannst du uns den Schlüssel hier, den du uns gegeben hast, verstecken? Und kannst du uns nicht sagen, wo? Und dann finden wir den? Okay, dann Augen zu und zählt bis 10. Alles klar. Was? Wirklich? Ich mach die Tür zu. Ich mach die Tür hinter dir zu. So, okay. Dann beobachte dich. Ich wich auch. Okay, 1, 2, ich hab 3, gehört. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ich bin Erster. Nein, Ronja, das ist nicht nett. Nein, ich hab mich verlaufen. So, okay. So, du warst hier. Ich nutze meine Zange. Ich sag, mit der Zange bin ich schnell. Mit deiner Zange? Mit meiner Zange, ja. Okay, ich sag. Was mit meiner Zunge? Okay, auch eine Möglichkeit. Normalerweise sind Sachen unter dem Teppich versteckt. Siehst du hier und irgendwo? Der Teppich, ach so ein Blödsinn. Doch. Nein, da Olivia, ich beobachte einfach. Aber ich habe eine Kiste gehört. Olivia. Wo soll denn hier eine Kiste ist sein? Ist es hier? Ist hier irgendwo Olivia? Ein Bild? Vielleicht hinter einem Bild? Ich sehe, wie sie reagiert. Oh, okay. Wie sie reagiert. Clever. Okay, ich suche weiter nach einer Kiste. Ich meine, da was gehört zu haben. Vielleicht hier in den Schränken drin? Ah. Nee, in den Schubladen ist nichts. Dahinter? Ist gar nichts. Nee, da ist nichts. So ein Mist. Dinger. Stimmt, hat sie irgendwo was abgemacht? Vielleicht hier? Das sind nur Akten. Ich will jetzt nicht die Akten von denen durcheinander bringen. Hier oben auch nicht. Hast du schon was gefunden? Nein, ich mach doch hier... Weißt du was, ich glaube, ich bin ein Fan von meiner Teppichidee. Ich mach hier Sachen kaputt. Ich mach's wieder ganz. Mach ich nachher. Ach, die Teppichidee ist doof. Da ist es niemals. Wieder ist es niemals. Willst du mich eigentlich veralbern? Klar, es ist ich da. Guck einfach hier in dem Zimmer. Ich glaube, es ist beim Gemüse irgendwo. Gemüse? Ich hab ihn! Nein, ich wirklich? Hab ihn. Nein, ich hab ihn. Du Schummler! Nein, das ist der Schlüssel von zu Hause. Oh, ich wusste es. Ich hätte schwören können. Ich habe mit meinen Katzenöhrchen, die ja jeder bekanntlich als gut erkennt, eine Kiste gehört. Das heißt, ich suche weiter nach einer Kiste. Okay? Ja, mach das. Mach du, was du denkst. Keine Sorge, Leute. Pepper, es tut mir leid, ich mach da wieder Teppich hin. Oder Schlamm, was auch immer dir lieber ist. Hier ist nichts. So langsam. Olivia schüttelt den Kopf. Was? Warte, da sagst du, hier ist was? Da ist es. Nein. Hier? Hier muss es sein. Hier ist es. Erster. Nein! Ha, 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 ha. Nein! Vor dir. Nein, ich will nicht im Heubad schlafen. Tja. Oh, na toll. Schade, doof gelaufen. Dankeschön, Olivia. Okay, dann lass uns mal den Teppich. Anderen. Ich will das wenigstens wieder ordentlich machen ja, hier. Ich hab viel Teppich hier. 31 sind's. Sorry. Ich rede mal mit Haru. Hey. Hey, schön, euch mal wieder zu sehen. Die Uniform müsst ihr eigentlich nur auf Einsätzen tragen und nicht hier im Quartier. Was soll das denn heißen? Es ist, wir sind nicht gut gekleidet. Ich finde, wir sind sehr professionell aus. Du nicht? Scheinbar eher nicht. Was machst du denn? Was tust du? Ich mach den restlichen Teppich weg in die Kiste, damit ich habe noch welchen übrig. Hast du zu viel ich weiß Teppich? Nicht. Ja, ich habe zu viel Teppich gehabt. Aber jetzt ist okay. Dann rede ich mal mit Pepper. Hallo! Howdy, Kollegen. Hättet ihr nicht gedacht, dass ich in einer geheimen Organisation arbeite, oder?
Nein, das ehrlich gesagt nicht. Ich, nee. Eigentlich, ich war auch überrascht, als ich dich gesehen habe, als ich reingegangen bin. Aber hey. Tja, da seht ihr mal, wie unauffällig ich bin. Ich will ja nicht angeben, aber ich denke schon, dass ich das beste Mitglied hier bin. Neulich habe ich Fußabdrücke gefunden, die zum Shop von Miss X geführt haben. Okay. Die anderen sagen zwar alle, Peppa, das ist nicht verdächtig, aber ich denke, ich bin da was Großem auf der Spur. Vielleicht waren es ihre eigenen Fußabdrücke. Vielleicht war das einfach irgendein Kunde, der da einkaufen wollte. Keine Ahnung. Aber sicher, Peppa, du bist da was Großem auf der Spur. Naja. Jedenfalls war es das mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch. Und in Easys Folge, denke ich, werden wir dann unseren ersten Geheimauftrag erfüllen vielleicht, oder? Ja, das vielleicht kriegen wir hier einen Auftrag und dann beschatten wir unsere erste Person. Yeah! Das wäre voll cool. Das kommt jedenfalls am Mittwoch. Da unbedingt vorbeischauen. Ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unbedingt diesen Kanal. Und den von Easy ist in der Infobox verlinkt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!